Herzlich willkommen zum Leben, Lieben, Loslassen Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Heute zu Gast im Interview bei mir ist die liebe Sonja Haar. Und Sonja und ich, wir kennen uns aus der Coaching-Ausbildung bei Randolf Schäfer im Bereich der archetypischen Kombinationslehre. Und Sonja ist selber auch schon seit langen Jahren erfahrene Coachin und hat selber auch den ein oder anderen Transformationsprozess in ihrem Leben schon hinter sich. Und irgendwie sind wir ja alle auch mittendrin. Aber wir wollen heute über einen sehr einprägsamen Moment oder über einen sehr einprägsamen Transformationsprozess in ihrem Leben sprechen. Und bevor wir da tiefer eintauchen, erstmal herzlich willkommen im Leben, Lieben, Loslassen Podcast, liebe Sonja. Schön, dass du heute hier bist. Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin ganz gespannt und freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja schon ein paar Mal gesprochen im Vorfeld dieser Podcast-Episode und ich glaube, wir könnten stundenlang philosophieren. Heute haben wir uns ein ganz bestimmtes Thema rausgesucht, das dir auch sehr am Herzen liegt. Magst du vielleicht vorab erstmal ein paar Sätze zu dir sagen? Wer bist du? Was machst du und was bewegt dein Leben? Ja, also ich bin Sonja, bin Coach, systemischer Coach seit circa 8, 9 Jahren. Bin Mama eines 13-jährigen Sohnes und ja, bin eine reisende Seele in dieser Welt und bin hier, um Erfahrungen zu machen und versuche das Leben einfach wirklich positiv zu sehen und ja, alles als Erfahrung zu sehen. Und nicht zu guter Letzt habe ich jetzt die Ausbildung zur Austrosophin, zum Archetypencoach bei Randolf Schäfer abgeschlossen. Und ja, arbeite einfach in dem Bereich, Menschen wieder in ein Seelenbewusstsein zu begleiten. Genau. Ja. Ja, du hast angesprochen, wir sind alle auf einer Reise und wir haben dem Podcast die Überschrift gegeben, wie ich durch den Tod mein Leben zurückerobert habe. Wow, das ist mal ein Statement, ja. Wie kommt es denn dazu, dass du dich mit diesen tiefen Lebensthemen befasst? Es geht quasi in meinem Leben gar nicht, dass ich mich nicht damit befasse, also beziehungsweise die erste Erfahrung oder den ersten Berührungspunkt hatte ich schon im Mutterleib, beziehungsweise kurz nach meiner Geburt verstarb meine Oma, so dass aber ja natürlich in der Übertragung einfach schon während der Schwangerschaft ja dieses Ereignis Tod, Leben und Tod so dicht beieinander waren. Und so ging es eigentlich auch durch mein gesamtes Leben. In jeder Lebensphase gab es Abschiede, von unterschiedlichsten Menschen ja, weiterer Ferne, größerer Nähe, wie auch immer. Und von daher war das immer ein Thema, das bei mir in der Familie präsent war, wo es auch nie große Berührungsängste gab. Also ich war schon als kleines Kind mit in der Leichenhalle, habe die alten Herrschaften verabschiedet, die meine Mutter gepflegt hat und hatte da nie Berührungsängste. Und so ist es einfach immer weitergegangen und weitergegangen. Und natürlich bekommt man im Erwachsenenalter eine andere Einstellung, eine andere Sicht auch zum Tod. Und es beschäftigt mich natürlich anders. Vor einigen Jahren ist ein Freund gestorben. Und da habe ich stark angefangen, mich anders damit auseinanderzusetzen, weil ich einfach auch die Freundin dazu gesehen habe, die Kinder da gesehen habe, habe auch in meiner Arbeit auch trauernde Kinder begleitet. Ja, und dann haben wir als Eltern ein Jahr vor dem Tod meines Ex-Mannes also meinen Schwiegervater quasi verabschiedet und haben da unseren Sohn das erste Mal durch so eine Erfahrung begleitet. Und ja, bis jetzt eben vor 2,5 Jahren knapp mein Ex-Mann gestorben ist, also Marco. Und
Ja, und da hatte ich einfach auch gar nicht mehr die Wahl, mich damit auseinanderzusetzen. Also dichter konnte dieses Thema jetzt nicht mehr an mich rankommen, um da wirklich für mich auch ein Umdenken stattfinden zu lassen. Ja. Und wie war das dann für dich in diesem konkreten Fall? Also du hast beschrieben, es gab in deinem gesamten Leben immer wieder schon Berührungspunkte mit dem Thema Tod, Verlust. Aber so ist meine Erfahrung zumindest, wenn dann der Verlust auch wieder da ist, wenn der Tod vor der Tür steht, dann ist es trotzdem immer erstmal so ein, oh krass. Also selbst wenn du dich mit diesen Ja. Themen befasst, ist es immer auch ein sehr, sehr starker Moment, ein prägender Moment, der unter die Haut geht. Oder wie hast du das erlebt? Absolut. Das ist im ersten Moment auf jeden Fall eine Schocksituation. Und das ist es ja auch, ich würde denken, in den ersten Tagen, Wochen, das zu realisieren, diese Endgültigkeit zu akzeptieren auch, ist natürlich etwas, ja, was ganz schwer fällt und was natürlich erstmal ein so großes Ereignis ist und so beeindruckend ist von der Wucht, die dann kommt, also weil es einfach bei uns jetzt auch so plötzlich kam, wobei ich denke, diese Endgültigkeit ist dann immer plötzlich und immer groß. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Das kann man immer erst dann fühlen, wenn es wirklich soweit ist. Ich glaube nicht, dass man sich auf diesen Moment so wirklich vorbereiten kann, auch wenn man vielleicht in einigen, ja, Krankheitsverläufen die Möglichkeit hat, sich darauf vorzubereiten. So glaube ich dennoch, dass es in dieser Endgültigkeit immer ein Schock ist und immer erstmal eines Annehmen bedarf dieser Situation. Und dennoch in all diesem Schock habe ich durch dieses Seelenbewusstsein mich gleich wenige Stunden nach dieser Nachricht gefragt, was die Seele wohl beendet hatte und was wir jetzt daraus lernen können. Ich habe mich zu keiner Zeit gefragt, warum uns das passiert, sondern ich habe mich nur gefragt, okay, was dürfen wir hier lernen? Was ist unser Part jetzt daran, insbesondere jetzt für meinen Sohn und für mich? Ja. Ja, du hast eben von Seelenbewusstsein gesprochen und ja, auch dass in dieser Situation jetzt nach dem Tod von Marco, dass ja auch nicht nur du warst, der damit, die da mit im Boot saß, sondern eben auch dein Sohn, ne? Also du hast für dich versucht, einen Weg zu finden, wie du klarkommst, aber da gab es ja, oder gibt es ja eben auch deinen Sohn, der da auch als individuelles Wesen, als Persönlichkeit, da auch einen Weg finden durfte, damit umzugehen. Und bevor wir vielleicht über dieses Thema sprechen, wie das Seelenbewusstsein dir und euch geholfen hat, mit diesem Verlust umzugehen, was ist denn für dich Seele und Seelenbewusstsein? Was bedeutet dieser Begriff für dich? Seele ist für mich eine Energie, ja, eine Energie, die zu uns kommt mit einem Lernauftrag, mit einer Vorstellung, was wir in diesem Leben, in dieser Inkarnation hier als menschliche Erfahrung machen dürfen. Also ein Warum bin ich hier? Was darf ich hier lernen? Was ist es in diesem Leben, was ich hier erfahren darf, um als Seele dann weiterzugehen? Ja. Also, dass Seele etwas ist, was überdauert, eine Form von Energie, die schon da war, bevor wir hier in Fleisch und Blut das Licht der Welt erblickt haben in diesem Leben. Also sprechen wir auch von Reinkarnation, ja, und etwas, was auch weiter existieren wird. Und wir hier eben sind, in dieser Existenz, in diesem Leben mit dieser Seele, mit dieser Form der Energie, mit einem Bewusstsein, das gewisse Erfahrungen machen möchte
und deshalb hierher gekommen ist und zu diesem Lebensweg, zu dieser Reise gehören eben auch gewisse Lernerfahrungen zu, die uns vielleicht nicht so lieb sind, ja. Absolut. Ob das jetzt Schicksalsschläge sind, gewisse Symptome, die sich auch körperlich zeigen oder durch bestimmte Menschen, die in unser Leben treten oder dann auch wieder gehen. Und wie hat dir und wie hat das deinem Sohn geholfen, jetzt mit diesem Verlust, mit dem Tod umzugehen? Es hat uns insofern geholfen, oder insbesondere jetzt erstmal mir, es getrennt voneinander zu sehen. Natürlich fehlt der Mensch, der Vater, für mich auch ja, der Partner, der die Verantwortung für das Kind auch mitträgt. Und aber als Seele ist es für mich okay zu wissen, okay, das war beendet. Da war jetzt, das Lernen war beendet. Da war kein Leidensweg. Es ist wirklich wie aus dem Leben getreten. Also da war kein Leidensweg, kein Leidensdruck da. Von daher sage ich mal, es ist auch für das menschliche Erleben für mich etwas sehr Friedvolles gewesen. Und für mich ist es insofern leichter, es getrennt voneinander zu sehen, weil es nicht sinnlos ist, weil ich weiß, dass diese Seelenerfahrung etwas Höheres ist und die möchte hier gemacht werden, diese Erfahrung. Da geht es weniger um uns als Menschen. Und das, was wir als Menschen daraus machen, ist natürlich etwas anderes. Und ja, als Mensch kann ich sagen, fehlt es mir. Und dennoch hat es uns insofern geholfen, dass wir beide nie daran gezweifelt haben, zu keiner Zeit, dass unser Leben dennoch gut und glücklich weitergehen darf. Weil wir das nie persönlich genommen haben, sozusagen. Sondern auch da haben wir uns dieser höheren Gesetzmäßigkeit unterstellt. Ja, das hilft, so ein bisschen die Dinge voneinander zu trennen, ohne dass das jetzt bedeutet, die Liebe ist getrennt, der Mensch ist vergessen, sondern dass es eher darum geht, okay, wie integrierst du das jetzt, was da passiert ist, in dein weiteres Leben? Ja, also es ist nun mal ein Teil des Lebens, der sich jetzt nicht einfach so wegradieren lässt. Und die Frage ist, okay, was machst du jetzt daraus? Wir haben im Leben immer die Wahl, wie wir auf das reagieren, was passiert. Wir können die Winde nicht beeinflussen, die uns entgegenwehen, aber wir können immer wieder bewusst entscheiden, wie wir unser Lebenssegel neu setzen. Mhm. Und so habe ich das auch erlebt oder lebe ich es, wenn ich mit Veränderungen umgehe oder auch auf einen Verlust schaue, dass es mir einfach auch hilft, da Kraft und Zuversicht drauf zu schöpfen, wenn ich mir bewusst mache, okay, da gibt es etwas, was über diese körperliche Hülle hinausgeht, ja, ne, wo wir auch so viel uns drauf fixieren und uns dadurch definieren und einfach sich dafür zu öffnen, okay, da gibt es vielleicht noch mehr und vielleicht auch irgendwann mit etwas Abstand das als eine Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, okay, mag es vielleicht sein, dass das nicht willkürlich passiert ist. Also klar, am Anfang fragst du dich vielleicht, hey, was soll das? Ja, warum jetzt? Also du fällst vielleicht auch so ein bisschen, oder fällt vielleicht auch ein Weltbild zusammen. Aber ich glaube, dass es eben Wege gibt, wie beispielsweise auch mit diesem Seelenbewusstsein, mit so einem Verlust, mit dem Tod auch anders umzugehen oder anders darauf zu schauen und dass es dir eben dann auch hilft, anders dein Leben weiterzuleben. Ja, absolut. Und das bedeutet ja nicht, dass es immer leicht ist, sondern einfach in einem anderen Bewusstsein zu sein und zu sagen, okay, was darf ich hier raus lernen? Was kann ich hier für mich mitnehmen? Und
auch wenn der Lernweg vielleicht ein schmerzvoller ist in dem Fall, so kann ich heute sagen, dass wir nicht so wären, wie wir heute sind, wenn wir diese Erfahrung nicht hätten machen müssen, dürfen. Das ist jetzt eine Auslegungssache. Und ich denke einfach, für uns ist es genau so bestimmt gewesen, dass wir das lernen dürfen. Und ich denke auch fest daran, oder ich glaube fest daran, dass wir nur die Aufgaben gestellt bekommen, die wir auch bewerkstelligen können, die wir schaffen können. Und ja, ich würde sagen, wir sind beide gestärkt mittlerweile da rausgegangen. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht auch den Menschen immer wieder vermissen und dass der nicht auch immer wieder natürlich fehlt oder es nicht schön wäre, er würde mal zu Besuch wiederkommen. Ne? Das steht ja außer Frage und das darf ja auch sein. Und diese Trauer hört ja auch nie auf. Ich finde, auch das ist ja ein Begriff, den wollen viele weghaben. Die Trauer, die muss aufhören oder weggehen. Ich finde ja, die verändert sich nur und die darf integriert werden ins Leben und die darf auch da sein. Und so ist es jetzt auch. Wir sind mal traurig und dann gibt es auch Phasen, da sind wir es nicht. Und ich gehe fest davon aus, dass kein Mensch, der stirbt, nicht den Hinterbliebenen ein glückliches Leben wünscht. Und von daher ist es das, diesen Blick habe ich immer versucht zu bewahren und habe ich auch immer versucht, und das mache ich auch heute noch, meinem Kind mitzugeben. Ja. Ja, wenn wir von Seelenbewusstsein sprechen oder über den Prozess, was euch geholfen hat, die Trauer zu verarbeiten oder das einzuordnen, was da passiert ist, dann hat es euch ja auch geholfen, sich mit dem Geburtsmuster auseinanderzusetzen. Etwas, womit du ja auch arbeitest, womit wir arbeiten, wenn wir über die archetypische Kombinationslehre, die Astrosophie nach Randolph Schäfer sprechen. Und das ist ja ein Instrument, was ja dient, dir in deinem Leben zu helfen, zu verstehen, was der Lebensplan ist, also was der Lernweg ist, ein bisschen mehr Klarheit da reinbringt. Und ihr habt das ja auch gemacht, oder um zu verstehen, warum der Schicksalsverlauf vielleicht so war, wie er war und welche Lernaufgabe dahinter steckt. Weil ich glaube, das ist ja so diese Frage, die viele umtreibt, okay, warum ist das passiert? Ja. Warum? Die Frage nach dem Warum, die sehr stark dann aufkommt, häufig nach so einem Verlust. Und magst du vielleicht darüber sprechen, wie dieser Blick auch ins Geburtsmuster da etwas in euch bewegt hat und geholfen hat, auch Antworten zu finden? Ja, gerne. Das hat uns insofern geholfen, dass wir uns unsere drei Geburtsmuster angeschaut haben und geschaut haben, was ist denn eigentlich sozusagen unsere Schnittmenge, was durften wir hier voneinander lernen in dieser Inkarnation, was war eigentlich der Grund unseres Zusammentreffens hier sozusagen. Und dabei kam einfach auch heraus, dass das okay ist, so wie es jetzt ist. Wir haben diese Dinge von und miteinander gelernt und haben aber dann auf menschlicher Ebene irgendwann jeder für sich auch Entscheidungen getroffen, wo es einfach an der Stelle mit uns nicht weiterging. Und so hat ja jeder jeden Tag die Wahl. Und bei uns hat es sich einfach so herauskristallisiert, dass die menschlichen Entscheidungen vermutlich nicht mit dem Seelenweg übereingestimmt haben. Und das ist natürlich jetzt mein Verständnis und meine Wahrnehmung. So hat die Seele dann entschieden, in diesem menschlichen Körper, in dieser Inkarnation, so kann ich meinen weiteren Auftrag nicht erleben, oder ich habe alles erlebt und entscheide mich dann wieder zurückzugehen. Und das hat insofern für mich ganz viel positive Erklärung gebracht. Auch ein Verständnis darüber,
also auch über die Art und Weise des Todes, also wie es auch war, eben plötzlich und schnell und ohne Schmerzen, ohne irgendwie was Großes, also so kein Drama. Und das ist etwas, was auch ihm als Menschen total entsprochen hat. Und das ist etwas, was mich sehr auch in den Frieden gebracht hat damit, das Wissen und auch das Verständnis nochmal darüber zu sagen, okay, das ist in Ordnung, dass das so nicht weitergehen konnte, weil vermutlich das die menschliche Entscheidung und das Seelische nicht mehr übereingestimmt hat. Ja. Also ich glaube, das hilft auch, sich zu verdeutlichen, dass wir nicht immer alles unter Kontrolle haben oder diesen Einfluss, den wir meinen zu haben, ja, auf Leben und Sterben, dass der einfach nur bedingt da ist, ne? Dass es da eine gewisse Gesetzmäßigkeit gibt, die da waltet in diesem Universum, was auf jeden Einzelnen auch einwirkt oder wo wir irgendwo alle Teil dieses großen Ganzen sind. Also so ist mein Verständnis davon. Und es hilft erstmal auch, sich vielleicht selber so eine Last auch zu nehmen. Also je nachdem, wie die Umstände eines Todes auch sind, sind dann vielleicht auch so diese Schuldgefühle da. Ne? Du machst dir selber Vorwürfe, ja, hätte ich doch irgendwas tun können oder so. Ne? Dass es da hilft, auch solche Gefühle ja, loszulassen oder ein bisschen ja, sanfter, liebevoller mit sich zu sein und eben das Ganze auch einordnen zu können, was da passiert, ist erstmal für sich. Ja. Und hast du für dich durch ja, dieses Seelenbewusstsein oder den Blick auch in dein eigenes Geburtshoroskop auch für dich in der Trauer Wege finden können oder Klarheit finden können über Ressourcen, Potenziale, was da in dir da ist, was du nutzen kannst, um eben durch diese Transformation zu gehen? Ja, auf jeden Fall habe ich daraus gelernt, also dass ich eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit habe. Also ich habe zum Beispiel den ganzen Tag über mich schlecht gefühlt, bis diese Nachricht kam. Und als dieser Anruf kam, dass sie ihn suchten, habe ich sofort gesagt, da, ihr müsst da hinfahren, ihr werdet ihn tot finden. Und mich da ernster zu nehmen in dieser Wahrnehmung, dass das wirklich etwas ist, was ich fühlen kann und auch, dass ich zwischendurch den Rückzug brauche, aber genauso auch den Austausch. Als Ressource würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass ich den Mut habe, da wirklich jeden Tag für uns neue Entscheidungen getroffen zu haben in der Zeit, dass wir da wirklich unseren ganz eigenen Weg gegangen sind, wie wir durch diese, also insbesondere durch diese erste Zeit gegangen sind. Wir haben alles sehr viel langsamer gemacht, als es, ich würde mal sagen, so üblich ist. Ja, ich denke, mutig diese eigenen Entscheidungen zu treffen und da wirklich mich mit meiner Intuition zu verbinden und darauf zu vertrauen, dass es nur diesen einen Weg, nämlich unseren Weg für uns als Mama und Sohn sozusagen als Zweiergespann gibt, das war was sehr, sehr Wertvolles und was mich da wirklich gut durch die Zeit gebracht hat. Ja. Also wirklich dieses Vertrauen gestärkt, also es hat dieses Vertrauen in dich, in deine innere Führung, in deine innere Stimme gestärkt, dass du jetzt dir sagst, okay, nee, das war jetzt nicht bloß eine Einbildung, irgendwie Humbug, sondern okay, das ist so. Ich nehme diese Dinge wahr. Da ist eine Verbindung da, die ich jetzt nicht greifen, sehen kann, aber ich kann sie fühlen. Und ich erlebe das auch immer wieder in Gesprächen mit Angehörigen im Vorfeld einer Trauerfeier, wenn wir da zusammensitzen. Also manche, die dann auch wirklich sagen, okay, boah, seit der Mensch verstorben ist, bin ich total im Gefühl, ne, alle Entscheidungen,
die ich treffe, sind aus der Intuition heraus. Klar, andere sind in diesem Funktionsmodus, haben einen anderen Weg der Bewältigung, um das gerade zu verarbeiten, was da erst vor ein paar Tagen passiert ist. Aber ich erlebe das immer wieder, dass es eben auch so ein Türöffner sein kann, durch diesen Einschnitt, durch dieses einprägsame Ereignis, dass da irgendwo auf einer gewissen Ebene ein paar Schichten aufgebrochen werden, ne, so Masken fallen und plötzlich etwas zum Vorschein kommt oder klarer sichtbar oder spürbar wird, was du davor nicht so kanntest. Ne? Also, dass da irgendwas freigelegt wird. Ne? Da werden Dinge, die davor scheinbar wichtig waren, plötzlich unwichtig und beginnst vielleicht mehr auch so in dich reinzuhören. Hey, was ist denn da in mir gerade? Und ich meine, das so fühlen zu können, das ist, glaube ich, ein Weg dahin. Ne? Du hast dich da ja auch entwickelt oder da angenähert, dann auch diese Stimme zu hören oder irgendwo das wahrzunehmen. Ne? Ja. Was hat dir da geholfen, das oder in die Wahrnehmung zu kommen oder dich da zu spüren? Mich wirklich nur auf uns zu konzentrieren. Das Außen weitestgehend wirklich auszublenden und wirklich bei uns zu bleiben. Also wirklich einen ganz, ganz engen Kreis von Vertrauten da zu haben und wirklich versucht, das Außen nicht laut werden zu lassen. Und ich muss aber auch sagen, wir hatten tolle professionelle Unterstützung, also einen tollen Bestatter, einen tollen freien Redner. Das waren alles Menschen, die da sehr, sehr positiv und auch bereit waren, neue Wege zu gehen mit uns und für uns auch. Ne? Und diese Unterstützung gehabt zu haben, ist schon wirklich eine große, große Unterstützung und Erleichterung für uns gewesen, die wir so, wenn wir das nicht gehabt hätten, weiß ich es gar nicht. Also bei uns ist einfach viel auch, hat sich so gefügt und vieles hat einfach so zusammengepasst, was sich ja gar nicht vorab planen ließ, denn ich wusste jetzt nicht, wer ist der beste Bestatter oder ne, wer ist der beste Redner oder das hat sich ja so ergeben. Und da haben wir einfach wirklich ganz viel positive Erfahrungen machen dürfen, Gott sei Dank, ja. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du eben gesagt hast, dieses bei sich zu bleiben, ne, und da wirklich auf das zu hören, wonach ist dir denn gerade? Ja. Und wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, was ihr da konkret auch gemacht habt. Das fand ich total schön, wie du das beschrieben hast, wie du und wie auch dein Sohn, wie ihr da umgegangen seid und wie aktiv ihr euch dann beteiligt habt, also im Konkreten, was jetzt so die Abwicklung auch ja, der Beerdigung, diesen formalen Prozess ja auch angeht oder die unmittelbare Trauerarbeit. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen, wie du oder wie ihr da auch neue Wege gegangen seid, die man vielleicht gar nicht so im Kopf hat, ja? Also ich denke, das Schönste für mich daran war wirklich meinen Sohn zu sehen als eigenständige Persönlichkeit mit ganz eigenen Bedürfnissen und dass wir beide gegenseitig versucht haben, wirklich offen und ehrlich immer miteinander zu kommunizieren. Also wenn er Bedürfnisse geäußert hat, was er gebraucht hat, dann habe ich ihm auch gesagt, okay, das kann ich jetzt leisten und sicherlich auch ein paar Wochen, aber ich kann das nicht immer leisten. Also wir waren da sehr klar miteinander, sehr ehrlich miteinander. Das ist, denke ich, etwas, was ich ganz, ganz vielen Familien wünschen würde, auch den Kindern viel mehr zuzutrauen, die viel mehr mit ins Boot zu nehmen. Also er hat ganz aktiv die Zeitungsannonce mitgestaltet, war aktiv mit bei den Gesprächen mit dem Bestatter, durfte natürlich jederzeit aufstehen, aber er hat es auch aktiv eingefordert, dabei sein zu wollen. Und ist genauso aber auch gegangen, wenn es für ihn langweilig wurde oder zu viel wurde.
Ja, der nächste Schritt war ja auch, ne, einen Sarg aussuchen, eine Urne aussuchen, also so diese Räumlichkeiten auch des Bestatters zu betreten und auch da diese Geheimnisse zu lüften. Er hat dann einfach Fragen gestellt, er hätte noch nie einen Sarg geschaut, ob er das mal machen dürfte und das durfte er dann zusammen mit dem Bestatter machen und es war halt nicht schwarz und kein dunkles Loch und es hat halt nicht modrig gerochen, wie es in irgendwelchen Filmen ist, sondern es war einfach hell und freundlich und es hat nach frischer Holzspäne gerochen. Und dann war diese Neugier war befriedigt und es gab gar keinen Raum mehr für Interpretation. Das ist etwas, was ich auch als sehr, sehr wertvoll empfunden habe, dass kein Platz war für, ja, für so viele dunkle Bilder einfach, ne? Und auch der Abschied am Sarg, der ging stundenlang und hat mich sicherlich mehr als einmal über meine Grenzen katapultiert. Aber da habe ich dann sein Tempo angenommen und bin sein Tempo mitgegangen. Und wir haben das so gemacht, wie er es gebraucht hat. Und das, finde ich, haben wir gegenseitig die ganze Zeit über sehr, sehr gut miteinander gekonnt einfach. Und ja, das ist eine kräftezehrende Zeit, aber im Nachhinein war es auch eine ganz wertvolle Zeit, dieser Umgang miteinander. Und wir haben ja für uns auch keine Trauerfeier gegeben, sondern eine Abschiedsfeier gestaltet, draußen unter freiem Himmel mit weißen Hussen, mit Musik, die ihm entsprach und nicht die vielleicht die Gesellschaft hätte hören wollen. Ja, wir haben einfach alles wirklich mit Liebe und aus dem Herzen gestaltet und überhaupt nicht danach geschaut, wie man es so macht. Und das ist etwas, was uns sehr, sehr gut getan hat. Und wo mein Sohn nach, ich denke, nach 3, 4 Monaten sagte, der schönste Tag seit dem Tod seines Papas sei der Tag der Trauerfeier gewesen oder der Abschiedsfeier. Und ja, nicht, weil er seinen Vater so gerne verabschiedet hat, sondern weil es einfach so ein schöner Tag war an sich. Also, weil der einfach wirklich mit Liebe gestaltet war. Und ja, also, er hat die Urne eigenständig ins Grab gelassen. Er hat das Grab eigenständig zugemacht. Und da sind so viele Menschen an die Grenzen gekommen. Und wir haben so viele Menschen auf diesem Weg einfach, ja, verdutzt und vor den Kopf gestoßen, ne? Also ich erinnere mich an den Friedhofsgärtner, dem wirklich die Schweißperlen runterliefen und er sich fragte, ob das eigentlich alles erlaubt ist, was er hier gerade zulassen würde. Und für mich so klar war, dass das das Beste ist, was er vermutlich in seiner ganzen Karriere bislang getan hat, dass er meinem Kind diesen Abschied ermöglicht. Und das ist ja auch ein Akt der Liebe gewesen, das zu tun und das für seinen Vater zu tun. Und genauso mit dem Steinmetz, der ermöglicht hat, dass wir dabei sind, als der Stein aufgestellt wurde, der sagte, ich bin es noch nie gefragt worden. Ich finde das ganz toll, dass überhaupt sich mal jemand für meine Arbeit interessiert. Das sehe ich als totale Wertschätzung an. Eigentlich arbeiten wir immer ganz im Hintergrund und niemand bemerkt uns und es spricht auch niemand mit uns. Und da sind so viele wertvolle Erfahrungen für uns gewesen. Ja, was es uns leichter gemacht hat, damit umzugehen und weil dadurch so viel Nähe auch entstehen konnte. Also auch zwischen meinem Sohn und mir, weil wir es einfach gemeinsam gemacht haben. Da war nicht einer, der es alles schaffen musste. Und wir haben viele Abende im Pyjama am Grab gestanden, weil nochmal gute Nacht gesagt werden musste. Und auch das war mir klar im Vertrauen, ich mache das jetzt, das wird nicht immer so bleiben. Aber das ist etwas, das braucht er jetzt gerade. Und dafür auch die Eltern, die Erwachsenen zu sensibilisieren, da ins Vertrauen zu gehen, dass die Kinder das in dem Moment brauchen und die benennen ihre Bedürfnisse und dass sie auch wissen, sie dürfen ihre Bedürfnisse auch benennen, ne? Das finde ich ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, da gut drauf zu achten und da wirklich offen drüber zu sprechen. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, wirklich zu signalisieren, hey, du wirst gehört. Also Ja. mir ist es auch wichtig, dass
du Fragen stellst oder wenn du das Gefühl hast, du möchtest dort jetzt auch einen aktiven Part übernehmen, dann finden wir einen Weg, wie wir das tun können oder ja. welche Möglichkeiten es gibt, dich da einzubinden. Ne? Also wirklich auch den Kindern, wie du es eben auch gesagt hast, da ja ein Stück weit auch den Raum zu geben, wirklich auch dem nachzugehen, was sie da spüren und vielleicht auch diese Neugier oder den Zugang, der da ist, den wir als Erwachsene vielleicht gar nicht so verstehen können, weil wir denken, okay, so wie wir jetzt auf das Thema schauen, okay, weil ich jetzt Angst vor dem Tod oder nichts mit Trauer am Hut habe, ja. dass ich dann davon ausgehe, okay, oh Gott, wie muss das erst für das Kind sein, ja? Ja. Und aber einfach mal zu überlegen, hey, was wenn das Kind damit gar nicht so ein Thema hat wie ich, was wenn das Kind mir vielleicht tatsächlich was beibringen kann, ja. wie ich mit Trauer umgehen kann, wie ich aktiv damit umgehen kann. Und was du auch gesagt hast, fand ich schön, dieses, es schweißt euch zusammen, irgendwo dieses aktive Einbringen, das Ganze aktiv anzugehen, das Gefühl zu haben, okay, wir haben da jetzt eine Aufgabe oder ich habe da jetzt meinen Part in diesem Prozess, hilft dann zum einen, das Ganze zu begreifen irgendwo, aber auch, es macht ja auch was mit euch dann, ne, mit den Hinterbliebenen, dass man da wie ja, eine gemeinsame Aufgabe da hat auch. Ne? Ja, absolut. Und da wirklich auch nur so weit die Verantwortung zu übernehmen, wie es dann auch wirklich meine ist und auch die Verantwortung von dem Kind auch bei dem Kind zu lassen und nicht aus Angst heraus, also aus meiner eigenen Angst heraus zu sagen, ich schütze es mal lieber, dann muss ich auch nicht so genau hingucken und dann muss ich nicht so genau hinfühlen auch. Ja, das hat mich schon an der einen oder anderen Stelle wirklich eine Überwindung gekostet. Aber ich habe auch ganz deutlich gespürt, dass ich das zulassen möchte und auch muss, um da meinem Kind auch sein Wachstum und seinen Umgang auch zu lassen. Denn das, was mir entspricht, entspricht ja nicht unbedingt meinem Kind. Und durch dieses Seelenverständnis ist es ja eben einfach auch so, dass wir jeder individuell sind und natürlich auch unsere Kinder und unsere Kinder haben eine Aufgabe und auch wir haben gemeinschaftlich eine Aufgabe und auch wenn ich das zu dem Zeitpunkt alles noch nicht so in Gänze wusste, wie das genau ist, so habe ich da wirklich sehr intuitiv gehandelt und habe ihm das gegeben, was er eingefordert hat. Ich denke, dass das immer eine ganz natürliche Grenze auch ist, wenn Kinder etwas einfordern und sagen, das möchte ich gerne, ich möchte so Abschied nehmen und das traue ich mir zu, den Kindern das dann auch zuzutrauen von uns Erwachsenen aus und es dann genauso okay finden, wenn sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann nochmal einen Rückzieher machen, weil sie es in der Situation dann doch nicht können. Dass einfach alles okay ist. Das ist etwas, was wir in der Zeit sehr miteinander gelernt haben. Ja, wir das sind alles sehr mit dem Moment gegangen. Wir haben uns sehr viel Raum gegeben, zu trauern, bewusst zu trauern. Wir haben auch bewusst Auszeiten uns genommen, also auch wirklich mal eine Auszeit, sind mal ein paar Tage weggefahren, um wirklich mal so einen Ortswechsel zu haben. Aber wir sind das sehr bewusst angegangen. So, und dann durften auch mal 3 Tage einfach, durften mal andere Themen oben sein, ja. Ja, du hast es eben so schön gesagt, ne? Also alles ist okay, alles einzuladen, was da gerade ist. Mal gibt es einen Tag oder eine Stunde, wo du sagst, ja Mensch, ich möchte aktiv dabei sein, dann ist der aber vielleicht mehr nach Rückzug. Es ist okay, ne? Sich nicht dafür zu bewerten oder die anderen zu bewerten, wenn er jetzt gerade mal keine Lust hat, sich mit dem Thema Trauer zu befassen. Das ist ja auch in Ordnung, ja. Ja. Und
Es darf sein, ja. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Wachstum gesprochen, auch über Lernwege der Seele. Wir sind auf einer Reise. Wie hast du das für dich erlebt? Also wir haben ja davon gesprochen, ja, wie der Tod dir geholfen hat, dein Leben zurückzuerobern. Inwiefern hat es dich zu der Frau gemacht, die du heute bist? Und ja, was hat es in dir noch für Prozesse in Gang gesetzt? Wie viel Zeit hast du? Hast eine Minute, 60 Sekunden. Das sind so, so große Prozesse, einfach wirklich in eine komplette Eigenverantwortung zu gehen. Die hätte ich mir vorher so nicht vorstellen können. Also, weil es einfach ja vorher auch gar nicht nötig war. Ich war nicht alleine verantwortlich für das Kind. Es gab einfach Bereiche, die haben wir uns nach wie vor auch nach der Trennung aufgeteilt und es lief alles Hand in Hand. Und ich habe wirklich mein Leben zu schätzen gelernt, ganz anders. Ich bin sehr demütig geworden dem Leben gegenüber, weil der Tod so dicht und so plötzlich einen völlig gesunden Menschen getroffen hat, dass ich da wirklich sehr, sehr demütig geworden bin und sehr dankbar bin jeden Tag dafür, dass ich am Leben bin und dafür, dass ich auch aktiv mein Leben gestalten kann. Meine Liebe zum Leben und zu mir ist sehr viel größer geworden. Auch meine Klarheit, was ich will und was ich auch nicht mehr will für mein Leben, ist dadurch sehr viel größer geworden. Und das ist etwas, was immer wieder ein Prozess ist. Und auch das ist mir wunderbar klar geworden, wie sehr wir mit diesem Prozess des Lebens gehen dürfen, dass nichts mehr sicher ist, dass wir wirklich in einem ständigen Wandel leben und uns dem auch hingeben. Und natürlich gelingt mir das nicht immer, aber ich würde sagen, es gelingt mir immer besser, mich dem Lebensfluss hinzugeben und da mitzugehen, mich da zu öffnen. Ja, es war ein sehr tränenreicher Prozess, es waren sehr viele Abschiede, es war nicht nur die Trauer um Marco, es waren einfach auch sehr viele Abschiede von Menschen, die nicht mehr in mein Leben gepasst haben. Es waren Abschiede von Verhaltensmustern, von Gedankenmustern, die einfach nicht mehr in mein Leben gepasst haben. Sicherlich, ich würde fast sagen, dass mein Weltbild sich dadurch auch verändert hat und auch meine Möglichkeiten haben sich verändert. Und insbesondere würde ich sagen, habe ich mir eine Entscheidungsfreiheit selbst gegeben, wirklich jeden Tag zu entscheiden, wie möchte ich meinen Tag gestalten, und ich frage mich morgens, wie möchte ich mich abends fühlen, und das mache ich auch für montags, wie möchte ich mich sonntags fühlen, und da wirklich aktiv das Leben zu gestalten, weil wir wirklich nicht wissen, wann wird der letzte Atemzug sein. Ja. Das war, glaube ich, ein bisschen mehr als 60 Sekunden. Ein bisschen mehr als 60 Sekunden und ist ja auch so ein bisschen Cliffhanger vielleicht, weil du ja auch über diese Reise ein Buch schreibst, wo das natürlich, oder gehe ich davon aus, noch detaillierter beschrieben steht, worüber wir heute gesprochen haben und was du da für dich auch noch für Learnings rausgezogen hast. Ich glaube, wir haben da heute einen guten Einblick bekommen über deine Reise, was da in Bewegung gekommen ist, ja, durch diesen Tod von Marco, dieser Prozess, der in Gang gesetzt wurde, die Transformation, ja, all das, was diese Reise so mitgebracht hat. Und ja, ich danke dir, dass du da heute auch so offen drüber gesprochen hast. Also erstmal ein großes Dankeschön dafür an dich, für deine Offenheit und dein Vertrauen. Ja. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
Ja, ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die ich gerne meinen Interviewgästen stelle und die möchte ich auch gerne dir noch stellen. Welche drei Symbole repräsentieren dich? Welche drei Symbole stehen für dich, stehen für Sonja? Was kommt dir da spontan hoch? Spontan ist es auf jeden Fall die Unendlichkeitsschleife, die 8. Das ist ein Symbol aus meiner Coaching-Ausbildung, was mich schon seitdem begleitet. Das Herz auf jeden Fall für die Liebe. Auf jeden Fall. Und aus meinen Anfängen ist auf jeden Fall die Giraffe dabei, aus der gewaltfreien Kommunikation, weil die sich einen Überblick verschafft und ja, einfach einen Blick von oben wirft und das gefällt mir sehr gut. Das passt zu der Seelensicht. Ja, das würde ich so sagen. Ja, wow, schön. Das gerade mit der Giraffe, dachte ich ja. Cool, cooles Bild. Ja, passt sehr gut, ne, diese Perspektive zu wechseln, Ja, oder? Das steckt dahinter, genau. wirklich von oben zu schauen. Ne? Ja, genau. Ja, super. Hast du zum Abschluss noch ein Wort, eine Botschaft, etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du den ZuhörerInnen und ZuseherInnen noch mit auf den Weg geben magst zum Abschluss? Ja, meine Botschaft ist auf jeden Fall, seid mutig und folgt eurem Herzen. Denn der Weg, der kann nur der richtige sein für euch. Und vor allem kann es auch nur euren ganz eigenen Weg geben und da mutig zu sein und das zu machen. Ja. Ja, super. Ich danke dir, Sonja, und ich wünsche dir auch auf deinem Weg des Herzens, alles Liebe und Gute. Und ja, danke für dieses wunderbare Gespräch mit dir. Ich danke dir auch für dich. Alles Liebe. Dankeschön. Danke dir.